Hallöchen. Hallöchen. Was, er ist ein neuer Rekrut? Oder was macht er denn? Warum geht er denn jetzt wieder? Ich glaube, das war doch nicht sein Ziel. Ja, aber, na toll. Guten Tag. Guten Tag. Er hängt an einem Baum fest. Ja. Hallo Welt, da sind wir wieder. Hier an der George Bridge, oder? New River George Bridge. Ah ja, da sind wir. Und wir gehen jetzt Polizeigule jagen. Kommst du mit? Sacrifice, du bist auch da. Hallo, Sacrifice. Ja, hallo zusammen. Hallo. Ja, ich bin auch da. George Bridge, genau. Wir gucken mal, was es da mit diesen tollen Häuschen auf sich hat. Aber die sind richtig schön gebaut, aber ich glaube nicht fertig gebaut, oder? Oder schon wieder eingerissen. Also ich glaube, da haben wir einen Polizeigul drin. Ein Polizeigul? Am Ende der letzten Folge habe ich da drin sich irgendwas bewegen sehen. Und der ist fast tot, der hat nur noch 1 Millimeter Leben. Oh, dann wurde er schon von irgendwas erwischt. Das war mein Magen, hast du gehört? Nein. Hast du Hunger? Ja. Hier oh, hoppla, da ist oh. Noch einer, da ist noch einer. Gar nicht laut, diese Pistolen. Tatsächlich sehr laut, ja. Oh, hier ist so ein Erste-Hilfe im Klo. Hier ist so ein Erste-Hilfe im Klo. Ja, doch, manchmal, Zuschauer, wenn manche Wörter fehlen, dann liegt das nicht unbedingt am Discord. Dann könnte es auch daran liegen, dass ich einfach Wörter vergesse, verschlucke. Oh, fordere einen staatlichen Airdrop an. Mein Ghoul hier hatte so ein tolles Tape, das wir schon mal hatten. Wo du mich so hinters Licht geführt hast und ich dachte, du würdest eine Atomrakete starten. Hab ich gar nicht. Ja, aber das, ich dachte es. Ich hab's dir geglaubt. Oh. Das hast du dir gemerkt? Ja, das habe ich, das werde ich dir nie vergessen. Oh Gott, oh Gott. Tut mir leid. Hast du genommen den Teddybären? Ja. Ja, ich habe den Teddybären genommen. Das sind aber schöne Häuser. Oh ja, so Feriensachen irgendwie. Ich habe, Moment, ich habe eine Straftat begangen. Kein braunes Tütchen aufheben, da ist ein Eichhörnchen drin. Okay. Oh, der hat einer Geld in den Kühlschrank gelegt. Ah. Schön zum Feuer machen. Zum Beispiel, ja. Das war ein anderer Titel, glaube ich. Mhm. Ist dir aufgefallen, dass wir gar nicht müde werden? Ja, stimmt. Man kann, glaube ich, schlafen nur als Bonus, oder? Ja. Man muss nicht, glaube ich. Oder hat man hier vielleicht sogar haben wir die ganze Zeit einen Malus, dass wir übermüdet sind? Nein. Wir könnten ja mal schlafen gehen jetzt. Hier haben wir ja eine schöne Schlafmöglichkeit, oder? Neben ich weiß es nicht. Haben wir eine? Neben dem Ghoul. Mm. Ja, aber nur. Oh, da ist draußen ist auch ein Ghoul. Aber da kann nur einer schlafen. Nein, hier kann niemand schlafen. Hier ist das Ding im Weg. Vorsicht. Oh, eine Blärfliege. Eine Blärfliege. Wow. Da ist nicht viel übrig geblieben, ja. Dafür habe ich jetzt mal Watts benutzt, weil die Dinger können ziemlich nervig sein irgendwie. Ich treffe die sonst nicht. Ja. Aber ich möchte hier Urlaub machen. Das ist voll schön. Also ich bin dafür, dass wenn wir ein Bett finden, dass wir da mal schlafen gehen. Mhm. Denn es wird Nacht. Es wird Nacht. Du hast hier gerade jemanden bist einfach so drüber gelatscht hier. Über den Arm, der hier so... Oh, es ist eine Rider-Leiche. Ach, ehrlich? Ja, was machst du denn da? Ich versuche den Ghoul hier, kurz und klein zu hauen, aber... Was für ein Ghoul? Der Ghoul, der gerade seinen Arm verloren hat. Und jetzt noch den anderen vielleicht? Ein Polizeighoul, weißt du? Da ist niemand. Echt? Hier liegt einer und da steht einer. Nein. Okay. Das sah ziemlich albern aus. Tatsächlich. Raider-Leiche. Ja, dann waren das hier die Raider auch, glaube ich.
Und du siehst hier nichts? Nein, Richie hat wieder zu viel Bier getrunken. Ah. Dieser Ghoul. Ja, nein, kein Bett für uns. Mhm. Leider nur kein Ghule, Bett. Die nur ich sehen kann. Ja. Mich wundert eins, wir haben am Anfang doch so viele Wackelkopfpuppen gefunden. Ja, zwei in einem... Oh, die Kiste habe ich noch gar nicht geplündert. Ja, zwei in einem Dorf, in diesem Spukdorf, das ich auch nie vergessen werde. Da ist Meyerlock! Oh, wo? In dem Pool, da ist im Osten ist ein Pool. Da ist ein Meyerlock gerade verschwunden. Oh nein, der läuft da am Pool. Ja, der sucht sich gerade eine Liege aus, immer diese... Wollte ich jetzt sagen, immer diese Deutschen, die ihre Liegen da so belagern. Weichpanzer Meyerlock, Stufe 5. Ist gerade in den Pool gesprungen. Ach, der macht nur Urlaub. Also, ja, genau. Also, bitte nicht in den Pool springen. In den Pool springen, meine. Wollen wir uns den schnappen? Wir können es versuchen, glaube ich. Naja, ich höre ihn schon. Oh, zwei, drei. Ein ganzes Meyerlock-Nest. Oh, links ist auch einer. Oh, oh. Hey, ein Schuss und das war's? Ja, das war Schleichschaden. Ach so. Vorsicht, ich aber leuchte. Sie haben mich gehört, aber sie trauen sich nicht. Ah ja, ich leuchte, genau. Man sollte vielleicht für Schleichen eigentlich auch das Licht ausmachen, aber Da bekommen wir schon das Fleisch raus. Ich glaube, die kommen da nicht raus aus dem Pool, kann ich das sein? Ich glaube es auch, ja. Ja, das ist natürlich dramatisch. Ja, für sie ist das nicht so gut. Ja, wir lachen uns gerade Schrott und hinter uns steht Meyerlock-König. Oh ja, die Königin am besten noch. Oh doch, links ist hier eine Treppe. Oh oh. Aua. Warum? Warum? Womit schießt du? Mit einem Gewehr. Ich habe ihm gerade auf den Popo unten geschossen. Es ist ein Weichpunkt. Also ein Weichpunkt, sag ich. ja, eine Schwachstelle. Auf dem Popo? Ja, am Popo oder am Kopf. Ach, das habe ich aus Fallout 4 noch gelernt. Der Kopf oder der Popo unten ist nicht geschützt. Aber den Popo sieht man gerade nicht. Man sieht gerade nur die Schale. Aber darunter ist ein ungeschützter Popo. Ah ja, okay. Das wusste ich mit dem Po. Das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Also das mit dem Kopf, ja, das habe ich schon mal ausprobiert. Aber ich habe sonst immer ganz gerne mit ihnen so mit der Machete immer so einen Zweikampf so schön gemacht. Aber diesmal konnte ich so schnell nicht die Machete wechseln irgendwie, die Waffe. Hm, aber das ist voll schön hier angelegt mit den, also die Poolanlage hier ist auch voll schön. Ja. Und so, ein Ball, Felsen. Kann ich, warte, ich schieße, oh, ja, ich bin, ja, genau, im Spiel bin ich genauso gut im Fußball wie in echt. Warte, ich versuch's nochmal. Ja, Richie, ja, Tor! Hier ist noch ein Ball, ich habe meinen eigenen Ball, aber meiner funktioniert nicht so. Oh, doch. Meiner fällt gleich ins Wasser. Oh, hier ist Munition. Auf dem Kinderspielplatz. Munition. Ja, da, wo sie hingehört. Früh übt sich. Ach, die ist hier oben rausgefallen. Hier oben ist noch ein Raider. Raider. Raider? Ja, Raider. Huh. Ein Raider liegt hier oben. Und ich glaube, die haben sich wirklich hier so versteckt. Da haben sie sich aber einen schönen Ort ausgesucht, so für Raider. Sonst sind die doch immer... Weiß ich nicht, auf Schrottplätzen oder so. Ja, aber Meyerlocks als Nachbarn, na, ich weiß nicht. Wäre jetzt nicht unbedingt meine Wahl. Hm. Aber ist denn da unten noch irgendwas, wo die Meyerlocks waren? Haben wir da vielleicht noch lecker Meyerlock-Eier oder so? Ist das Wasser hier tief? Nein. Verstrahlt? Nein, also bis jetzt noch nicht, nein. Ist ja, wahrscheinlich nicht tief genug. Ein wilder Ghoul lag dort drin. Das war vielleicht der Poolwart. Tja. Das ist voll schön hier mit den Steinen. Ja, aber wie schön, echt? Und okay, die Abgrenzung, damit man nicht ins tiefe Wasser gerät als Kind. Ja.
Und ein Tisch im Wasser für den Snack zwischendurch. Hier liegt auch noch ein Skelett. Ah ja. Ja, das war dann auch der Bademeister wahrscheinlich. Ah, der wollte vielleicht nur seinen Kickball da rausholen aus dem Wasser. Und ist nicht mehr rausgekommen. Das mit dem Schilf, das ist doch bestimmt nachträglich gewachsen. Bestimmt. So, das ist meine Liege. Wo ist mein Handtuch? Ja, können wir uns hier... Nein, können wir leider auch nicht. Keine nassen Handtücher auf die Holzliegen legen. Sonst. Da unten? Sonst gehen sie kaputt. Ja, ist ein Dorf. Mit Kirche. Schon wieder. Ganz schön viele Kirchen hier. Kann das Flatwoods sein? Nein, das ist in der anderen Richtung. Flatwoods ist von westlich von uns. Aha. Ach ja, ich sehe unten. Wir haben das ja noch nicht entdeckt. Okay. Und hier ist irgendwo, wenn man in diese Richtung geht, so ein Sternsymbol. Was ist ein Sternsymbol auf dem Kompass? Ist das eine Red Rocket oder? Oh, das könnte eine Militärbasis oder so etwas sein. Oder, oh, eine Militärbasis. Da gibt es doch Munition, oder? Ja. Hier ist noch so ein Kühler. Hast du den schon? Aha. Karotte. Zum Anpflanzen nachher. Oh ja. Und hier haben wir die Strandbar. Oh ja. Und ein Ranger-Outfit. Möchtest du ein Ranger-Outfit? Ach, wie schön. Ja, ich nehme es mal mit. Oh, was ist los? Oh, ich habe Hunger. Oh, ja. Okay, dann esse ich auch mal was. Gebackene Blähfliege, okay. Ach, schön. Unzubereitetes Zeug haben wir dabei, aber ich glaube, ich habe auch ein paar Suppen oder so etwas gemacht. Ja, ich habe leider auch nur sehr viel unzubereitetes Zeug. Und hier kann man leider auch nicht kochen. Doch, hier ist eine Kochstelle. Nein, doch, hier ist eine Kochstelle. Echt, eine Kochstelle. Ich muss gerade mal wieder Baupläne und so einlesen, habe ich festgestellt. Oh, ein Rezept hast du da schon? Keine Ahnung, kannst du ruhig nehmen. Süßkartoffel ein. Hier fliegt was. Was? Oh. Ich schnapp sie mir. Kurzen Prozess gemacht. Erwischt. Was war das denn? Die eine Blähfliege. Findest du die gut, die Blähfliegen? Ich finde das Wort, wie du es sagst, gut. Blähfliege. ja. Oh nein, ich bin... weißt du, was ich bin? Überladen? Ja. Überraschung. Zerlegen kommt, kann ich doch kommt hier. Nicht häufig so. Vor bei dir. Ja. Ja, dann lese ich auch erstmal ein. Lass dir ruhig Zeit. Ich habe einiges zum Einlesen hier. Uah, geröstetes Meyerlurk-Fleisch sieht aber nicht gut aus. Das sieht eher aus wie Gummi. Aha. Ah, Lernen. Ach, jetzt sehe ich auch unten, dass da Lernen steht. So, ja, ich bin fertig. Ach so. Oder, ja, Lernen steht. Ja, dann mache ich mir gerne auch was. Mhm. Ich gönne mir nochmal einen Mutterbeerensaft. Was haben die hier so verkauft? Einfach nur Eistee? Hast du welchen gefunden? Nein, aber ich habe hier so ein Glasdekanter gefunden. Deswegen dachte ich, vielleicht Eistee? Ich weiß es nicht. Ich bin so selten im Urlaub. Ich weiß nicht, was verkauft man so an einer Strandbar. Ach so, ja.
Oh, so viel. Konntest du auch so viel herstellen? Ja, ich hatte auch einiges, ja. Total gut. Wir sind gar nicht so viel gelaufen, oder? Und dafür können wir so viel herstellen hier. Oh, das ist ja cool. Du schneidest gerade richtig Fleisch und legst es in den Kochtopf rein. Aha. Oh, da haben wir die Nachricht. Ja, das ist aber immer schön. 10 Minuten noch Zeit. Ja, die Animation habe ich auch gerade schon beobachtet, so ein bisschen. Ja, ich glaube, dann können wir weiter, oder? Ja, ich glaube, wir haben... Hier hinten habe ich noch... Ich weiß nicht, ob du hier gelootet hast. Hier hinten hatte ich noch ein Köfferchen und noch so ein Kühler. Ah, ja. Ja, dann sind wir da... Nein, wir sind wieder nicht bei dem Hühnchen gewesen. Oh, Hundefutter in der Dose und hier ist aufbereitetes Wasser für dich. Nein, ich sehe nichts. Nicht? Hier? Nein. Nein? Echt? Unterm Tisch? Nein, da liegt bei mir ein Nuka-Cola-Becher. Oh, ja, den sehe ich auch. Weg. Alles aufräumen hier. Ganzen Teller mitnehmen. Ach, und ich bin ja immer noch überladen. Wo wollten wir hin? Zu dem Hühnchen wolltest du, ja? Zu dem Hühnchen rein theoretisch, aber guck mal, da unten an der Straße wäre ein Event der Boote. Das ist nur ein paar Meter, vielleicht schaffen wir das noch. Dass wir noch an einem Event teilnehmen? 7 Minuten, meinst du? Hm? Ja. Da muss ich aber ein bisschen was wegwerfen. Bist du überladen? Und wie? Ach, das ganze Holz hätte ich ja behalten können. Und wo bist du schon vorgelaufen? Nein. Ich stehe hier. Aber hier kann man durchgehen. Ja. Da unten ist eine Lokomotive als Symbol. Und rechts, ja, ist dieses Militärzeichen. Das wäre auch noch interessant. So eine Militärbasis. Das wäre, glaube ich, unsere erste Militärbasis, oder? Ja. Mr. Messenger. Oh, den kenne ich. Der Bote. Oh, dem Himmel sei Dank, dass Sie da sind. Anscheinend war mein Navigationskondensator nicht richtig angebracht und ist vor einiger Zeit herausgefallen. Ich brauche ihn, um meinen Weg zum Ziel zu finden. Der Techniker lässt sich ganz schön Zeit. Könnten Sie deshalb den Navigationskondensator holen und die Reparatur durchführen, damit ich mich wieder bewegen kann? Gut gemacht! Meine Navigationssysteme sind ein wenig mitgenommen, aber ich kann mein Ziel erreichen. Ich stelle dort draußen immer noch eine erhebliche Gefahr fest. Es wäre unverantwortlich von mir, diese unglaublich wichtige Nachricht allein zu überbringen. Au. Laut Huch, was war das? Ich weiß nicht. Au, hinter uns! Die Waffe, die richtet gar keinen Schaden an hier. Ja, das, Die vertragen ganz schön viel. Na. Okay, die macht überhaupt keinen Schaden. Die 10 mm macht keinen Schaden. Kann er durch das Schild durchschießen? Okay, der nächste, komm her. Na, was schießt denn? Aua! Hast du? Ja, ja, ja. Wo ist denn jetzt unser Roboter hin? Der ist einfach weiter. Da vorne fliegt er. Ich hätte uns ruhig helfen können. Bitte ich? Nein, er hätte uns ruhig helfen können. Ja, hätte ich auch nichts gegen gehabt. Du sammelst ein, ist da was Gutes drin? Ja, Aluminiumschrott und Fusionszellen.
Oh ja, okay. Ich bin ziemlich schnell überladen, wenn ich da jetzt nachkomme. Also wenn ich da jetzt auch was einsammle, meine ich. Das muss ja eine verdammt wichtige Nachricht sein, dass wir hier so überfallen werden von so einem riesigen Haufen an... Oh, wo bist du? Ach da. Protectrons. Ja, ich laufe ihm hinterher. Ja, ja, ja. Ja, und hoffentlich war es das jetzt. Gut? Hast du Stimpaks noch? Hm. Bestimmt. Doch, ich ja, ich habe 13 drin. Stück. Okay. Brauchst du welche? Nein, nein, nein. Sonst hätte ich dir welche geben können. Ich habe ja die verdünnten. Ach so, ja. Die ich zu... Richtig, du hast ja dein Zeug gepuncht. Ja, genau. Huch, die Mission der Aufseherin, Camp McClintock. Aha. Oh, Militärbasis, oder? Ja, finde ihre Logbucheinträge. Mhm. Was hat er jetzt hier für eine Güte. Jemand wird sich mal die losen Teile anschauen müssen, die hier drin rappeln. Bei dir? Dr. Mr. Messenger? Guten Tag! Guten Tag. Was ist jetzt seine Nachricht? Ich weiß nicht. Bis Junge, jetzt, zwei so, Minuten hast weiter. Du noch Zeit. Au, oh, ja. Da vorne sind das... Es ist mein Speicher intakt. Uah, der ist Stufe 22 hier. Echt? Die machen aber nichts. Okay, die sind friedlich. Okay, ich hoffe, die bleiben auch friedlich. Ja, ich auch. Aber sonst ja. Sind wir schnell im Popo. Ah, ich glaube, er ist am Ziel angekommen, oder? Ist der das hier, oder? Nein. Hier oben. Ach da. Neuer Rekrut, was? Sie oh sollten Gott. Sich ich hoffe, man wird mir meine Unpünktlichkeit nachsehen. Echt? Muss das sein? Hallöchen. Hallöchen. Was, er ist ein neuer Rekrut? Oder was macht er denn? Warum geht er denn jetzt wieder? Ich glaube, das war doch nicht sein Ziel. Ja, aber... Na toll. Guten Tag. Guten Tag. Er hängt an einem Baum fest. Ja. Wir werden schon immer... bald da sein. Ja, wir werden das... Ja, das... Oh, oh. Maulwurfsratten oder so? Heutige... Was? Nachdem wir diesen Unsinn hinter uns haben, müssen wir uns beeilen und unsere Arbeit erledigen. Ja, wer erledigt denn hier die ganze Arbeit? Er nicht. Dieser Unsinn, hat er gesagt? Ja. Ich glaube, es geht hier entlang. Ja, glaubst du das? Ach, das schaffen wir schon. Wo will er denn eigentlich hin? Hat er was gesagt? Nein, aber ich glaube, da unten in die Stadt vielleicht? Ja, scheint so. Na toll, der führt uns hier kreuz und quer und wir wären da oben schon an der Militärbasis. Ja, ich hätte da... Hoffentlich sind wir nicht wieder falsch abgebogen. Ja. Oh, muss das sein, dass du so etwas sagst? Wir haben noch 30 Sekunden, Junge, beeil dich. Jawohl. Das wird wohl nichts, glaube ich. Er hat einen Baum gefunden. Ja. Genau, hier entlang. Sehr geehrte Damen und Herren, mit Bedauern muss ich Ihnen mitteilen, dass Ihr Arbeitgeber beschlossen hat, Ihre Stelle mit sofortiger Wirkung zu streichen. Ihre persönlichen Gegenstände werden wir Ihnen innerhalb von 8 bis 10 Geschäftstagen per Post zukommen lassen. Vielen Dank für Ihren Dienst in unserer Firma. Das war ja eine Punktlandung, oder? Ja. Ja, nun, dann sind wir damit, ja, am Folgenende angekommen. Ja. Und im Hauptmenü ist was Neues. Hier steht Warten diesmal. Oh, ich bin noch gar nicht im Hauptmenü. Ich habe Angst, dass ich gleich wieder zugedröhnt werde mit Musik. Ach so. Ja, bei mir steht Warten. Dann warte ich. Ja. Ah, das ist vielleicht schon für den Release. Warten. Das könnte sein. Dann gehe ich da auch mal hin. Auch wenn ich jetzt gleich zugedröhnt werde. Nein, bei mir steht nicht Warten. Bei mir, ich könnte jetzt wieder im Team spielen. Aber ich werde wahrscheinlich nicht mehr reinkommen, weil die Server ja jetzt offline gegangen sind. Geht noch? Nö. Wahrscheinlich Nein, nicht. Bestimmt oder? Nicht. Und ja, der Atom? Dann.
Der Atomshop, hat er irgendwas Neues? Hast du da schon mal reingeguckt? Ich habe da noch nicht reingeguckt, nein. Also ja doch, ich habe privat mal kurz reingeguckt, aber ich habe gesehen, dass da eigentlich größtenteils nur Optikteile drin sind, also. Oh, eine Nuka-Cola-Lagerkiste. Die ist aber neu, oder? Kann sein, ja. Oh, 700 Atome kostet die. Hab ich. Ja, 570 Atome habe ich da wohl verdient. In der Beta, während der Beta-Zeit. Oh, hier unter Fotomodus gibt es so ein Herzsymbol. Kann man so ein Herz machen mit den Händen. Ja, finde ich gut. Und mir gefallen die Emotes, da kann man noch, aber das ist auch ziemlich teuer, so 300 Atome? Ja. Für ich sterbe vor Durst, das würde ich ja schon ganz gerne sehen, wie das dann aussieht. Ja, oder Bärenhunger, ja. Ja, genau. Schieß ein Foto, ach so, das haben wir im Besitz. Oh, das hab ich noch gar nicht ausprobiert. Schieß ein Foto? Ach, da? Ja, das hab ich noch gar nicht gesehen. Nein, hab ich auch nicht gesehen. Kommt vielleicht noch. Und was ist mit den Icons? Wofür sind die gut? Die Icons vermute ich mal für Bilder, so Postkarten, Rahmen und sowas, oder? Sonst wüsste ich gar nicht. Die Musik hier ist so düdelig irgendwie. Ja, ein bisschen anders, ja. Oh, ein schwarzer Overall als Kleidung. Ja gut, aber das finde ich sehr gut, dass es hier nur Optik-Sachen gibt und jetzt nicht wirklich, was ja zuerst gesagt wurde, dass man dann hier Waffen kaufen kann und so. Ja. Das hätte ich nämlich nicht so gut gefunden, aber wenn es nur Optik ist, dann finde ich das sehr gut. Da werden sie dann ja wahrscheinlich zum Release hin noch ein paar mehr Sachen hinzufügen, denke ich mal. Ja, ich hoffe. Also ich finde das schon interessant. Vor allem, weil man ja die Atome im Spiel dann gewinnen kann. Baupläne im Besitz? Ja, weiß ich auch nicht, die Icons, wofür die gut sind. Ich hätte gedacht, so für den Fotomodus, dass man die dann eben da drauf packen kann. Aber jetzt bin ich mir nicht sicher. Vielleicht kann man die doch irgendwie neben dem Namen dann sehen oder anstelle des Vault Boys. Ich weiß es nicht. Ja, müsste man doch sofort mal ausprobieren, demnächst. Ja, aber wir werden jetzt erstmal die Folge beenden. Ja, genau. Ja. Dann bedanken wir uns wieder recht herzlich bei euch fürs Zuschauen. Wir hoffen, es hat euch wieder Spaß gemacht. Und wir würden uns freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge dann wiedersehen würden, wo wir, ja, vielleicht in die Militärbasis gehen? Ja. Ja. Dann bis dahin. Ciao. Tschüss.